Hallo Freunde, willkommen zurück zu Warhammer. 11.000 Gold pro Runde, noch über 140.000 in der Schatzkammer. Malekith in Position, dass er demnächst gegen Hochelfen kämpfen kann. Hier drüben sieht es gar nicht so schlecht aus. Wenn wir uns mal die Landschaft angucken, ich habe das gerade eben beim Laden erst richtig gesehen. Wie riesig unser Gebiet inzwischen ist. Da bin ich richtig aufgeregt, das ist fantastisch. Gefällt mir gut. Hier unten werden wir noch zwei kleine Gebiete dazu kriegen, wenn wir die Hochelfengeschichten einnehmen. Und sind wir mal ehrlich, sobald wir das hier oben dann vielleicht... Ja, wenn die Hochelfen hier weiter in den Norden ziehen und diesen Teil erobern und wir holen uns das zurück, dann ist das hier oben nur noch im Prinzip der kleine Fetzen der anderen Fraktion hier. Das sollte eigentlich machbar sein. Sieht insgesamt gar nicht so schlecht aus. Ansonsten gab es einen Patch zwischen der letzten Episode und dieser hier. Es wurde sehr viel am Balancing gearbeitet. Es wurde gearbeitet an der großen Kampagne, das heißt an Reiche der Sterblichen. Besonders die Fraktionen vom ersten Teil, von der alten Welt, die wurden arg überarbeitet. Hillmann Gorst hat zum Beispiel neue Skills gekriegt in seinem Baum. Wenn ich das richtig gelesen habe, ich habe es noch nicht ausprobiert, hat das Imperium jetzt andere Startpositionen und man kann jetzt zum Beispiel mit Balthasar Geld spielen und der andere Spieler im Multiplayer kann Karl Franz spielen zum Beispiel. Was ich ziemlich fantastisch finde. Beim zweiten Teil wurde das ja schon grundsätzlich so gemacht, dass jeder legendäre Held eine eigene Startposition hat und man zum Beispiel Dunkelelfen und Dunkelelfen zusammenspielen kann. Wahnsinnig starkes Zeug, aber das wurde jetzt auch umgesetzt endlich für die Geschichten aus der alten Welt. Am meisten freue ich mich allerdings auf Januar, denn da ist geplant, ein weiteres DLC rauszubringen oder das erste echte DLC für den zweiten Teil. Und die Macher haben geschrieben, sie wollen nicht zu kryptisch werden. Das Wort kryptisch haben sie sogar noch kursiv gemacht. Und die einzige Nation, die gerüchteweise zumindest schon angekündigt war und die was mit Kryptas zu tun hat, wäre Khemri. Das passt eigentlich auch ganz gut, denn... ich glaube, ich rekrutiere schon mal ein bisschen was, während ich laber. Denn ich hatte ja schon angesprochen, oder ich hatte euch gefragt vielmehr, ob ich noch ein bisschen was zum Hintergrund der Nekromantie erzählen soll, wie die Vampire dazu gekommen sind, ewig zu leben, wie die ihre Magie aufgebaut haben, dass das alles ein bisschen mit den Dunkelelfenzauberinnen und der schwarzen Magie der Dunkelelfen zusammenhängt. Und die meisten von euch hatten gesagt, jupp, wollen wir hören. Keine Sorge, das habe ich natürlich nicht vergessen, nur war in den letzten Episoden vergleichsweise viel los in der Welt. Mit der Konföderation, Heerschau, Wiederaufbau, das ganze Zeug. Igitt, da wir marschiert sind, kann ich nicht mal flüchten. Ja, so viel zur Arche. War nett mit dir. Damit fehlt auch diese. Das ist sehr ätzend. Aber noch kein Weltuntergang, würde ich sagen. Ja, wie gesagt, es war relativ viel los. Wow. Und deshalb habe ich das erstmal hinten angestellt. Baumeister, wer denn? Harter. Ach du Schande. Mädel, du brauchst dringend einen neuen Namen. Wo ist mein Block? Verdammt. Nie ist der Block da, wenn man ihn braucht. Gut, das nehme ich mir dringend vor. Für die nächste Episode, dass ich hier umbenenne. Ich habe noch einige eurer Namensvorschläge aufgeschrieben. Das sollte das dann passen. Soweit, so gut. Dann kann sie im Titanengipfel erstmal regenerieren. Wir haben hier drüben einen Helden und eine Armee, die plündert. Das gefällt mir gar nicht, dass die hier plündern.
Und das gehört zum Titanengipfel. Ja, klasse. Aber mit Morati hier ist das mit der öffentlichen Ordnung kein Problem. Erstmal okay. Sie hat schon zwei Kriegsmaschinen dabei. Sie hat eine Menge relativ guter Nahkämpfer. Ich würde sagen, wir spendieren ihr noch eine Kriegsmaschine und zwei Fernkampftruppen. Dann ist sie auf einem ziemlich guten Niveau. Und das sollte eine Weile passen. Gut, der Slan mit seiner Armee. Relativ angeschlagen immer noch die Armee, weil sie das hier aus einer Ruine wieder aufgebaut haben. Der sitzt schon eine ganze Weile da rum. Ich glaube auch nicht, dass er sofort in den Norden weiterzieht. Daher holen wir uns den Assassinen mal hierher. Dann kann der gegen den Helden vorgehen und ein bisschen was gegen die Armee machen vielleicht. Wir gehen mal mit dem Assassinen hier rüber. Denn der Held hat hier versucht, die Garnison zu schwächen, wenn ich das richtig im Gedächtnis habe. Ist im Moment noch fehlgeschlagen, aber Heldenaktivität gegen Siedlung, das ist er hier, Garnison angreifen, ist im Moment fehlgeschlagen, aber wenn wir ihm zu viel Zeit geben, dann zieht er das durch. Messer rein und Ruhe ist. Du hast den eigenartigsten Namen überhaupt. Kagil, mein Güte. So, du baust dich gerade erst wieder auf. Da hatten wir diese Dinger rekrutiert. Ich denke, bei dir... In welche Richtung bewegen wir dich? Du hast jetzt schon einen Dunkelelfenrost. Du bist ewiger Hass und sadistisch. Das passt soweit. Feuermeister, Fernkampfgedöns, okay? Und Rekrutierungskosten senken. Also, das ist unsere defensive Armee, sage ich mal. Truppen rekrutieren und dann Fernkampf stärken, das ist eine feine Sache. Die Frage ist jetzt, gehen wir hier auf den dritten Punkt? Weil das einfach nochmal 7% gibt und wir mit der Armee sowieso jetzt gleich rekrutieren müssen. Und dann holen wir uns diesen super Namen mit dem nächsten Level ab. Ich denke, das wäre geschickt. So. Drei Kriegsmaschinen hast du schon. Ich weiß, deine Fernkampftruppen sind besser als die meisten anderen Fernkampftruppen, aber hier wird bereits rekrutiert. Das müsste Morati sein. Ja, yep, Titanengipfel gehört noch mit dazu. Schade. Okay, bei dir bitte auf normale Geschwindigkeit. Und wir brauchen hier einfach noch ein paar Runden, bis die Truppen wieder fit sind. Sollte trotzdem gehen. Gut, Eisenstachel. Hier können wir auf jeden Fall Truppen rekrutieren. Kriegsmaschinen und Fernkampf passt. Was bist du noch gleich für einer? Metzelmeister. Richtig, du solltest eigentlich unser Henker werden. Der mit der Kainiten-Armee rumläuft. Kainiten ist jetzt hier gerade ein bisschen schlecht zu rekrutieren. Und ich glaube, der einzige Ort, wo wir die rekrutieren können, ist ganz oben im Norden derzeit. Nehmen wir diese mit. Und ansonsten füllen wir das erstmal noch mit Platzhaltern auf. Die Korsaren sind ganz gute Platzhalter für die Hexenkriegerin, weil die auch eben zwei Einhandwaffen benutzen. Nehmen wir das mal mit. Und für die Henker hätte man eigentlich die Schatten mit Zweihandwaffen als Ersatz, aber die können wir hier auch nicht rekrutieren. Deshalb schlage ich vor, wir füllen das erstmal mit günstigen Speerträgern auf. Nein, machen wir nicht, weil die hier noch günstiger sind. Jedenfalls in der Anschaffung. Ein Unterhalt, 3 Gold spielt keine große Rolle, aber das sind 90 Gold Unterschied in der Anschaffung. Machen wir das so. Okay, dann ist die Armee auf einem ganz guten Weg, würde ich sagen. Deine Loyalität sieht super aus.
Nicht zuletzt wahrscheinlich wegen dem Ritus, der immer noch läuft. Okay, dann schauen wir mal mit der Armee. Da wollten wir das hier noch auffüllen. Und ich schlage vor, dass wir hier auf... das Ding hier gehen. Da könnten wir schon nächste Runde. Ja, wir brauchen auf jeden Fall zwei, weil mit Marschieren können wir hier nichts machen. Schade eigentlich. Malekith! Dich sollten wir nicht vergessen. Level 15, das ist auch nicht so schlecht. Okay, was hatten wir bei dir zuletzt? Tödlicher Ansturm. Das ist schon mal ein Wort. Dafür brauchen wir noch ein paar Level. Wir könnten jetzt natürlich Resistenzen geben. Physische und gegen Geschosse. Das wäre an sich gar nicht so schlecht. Dadurch hält sie im Nahkampf länger durch. Und da sie derzeit eigentlich eine Glaskanone ist, sie macht ja hauptsächlich Schaden. Das Einzige, was sie hat, ist Hartnäckigkeit mit mehr Life. Aber ansonsten... oder, was mir persönlich eigentlich ganz gut gefallen würde, die Fähigkeit Truppen auffüllen. Steigert die Verstärkungsrate der Begleitarmee. Das heißt, solange sie in Malekiths Armee ist, müssten die Truppen von Malekith schneller regenerieren. Und ich habe das Gefühl, solange Malekith alleine gegen Ultuan verteidigt, weil der Rest irgendwie mit den Echsenmenschen beschäftigt ist, wäre das gar keine so blöde Idee. Das könnte uns einen gewissen Vorteil hier unten verschaffen. Okay, wir haben hier drüben eine Armee von unseren Verbündeten. Die rekrutieren derzeit noch. Hier ist noch Nebel des Krieges. Das heißt, ich schätze mal, die Hochelfenarmee ist irgendwo hier drin. Wenn wir auf normale Geschwindigkeit gehen, kommen wir so weit. Ist die Frage, schaffen wir es von der Hexenhalle bis Vols Amboss mit einer normalen Bewegung? Wahrscheinlich nicht. Wir gehen erstmal hierher. Gedanke dabei, wir sind ein bisschen näher an Vols Amboss. Aber wenn wir angegriffen werden, können wir im Moment nicht flüchten wegen der Stellung Marsch. Deshalb, wenn wir angegriffen werden, sind wir jetzt in Reichweite der Hexenhalle. Da kriegen wir nochmal 13 Einheiten aus der Garnison, die uns dann verstärken. Das heißt, wir haben die Armee von Malekith so gut aufgebaut, wie die ist, mit 20 Truppen und richtig Elite-Kern hier. Und zusätzlich nochmal eine 13er Garnison. Ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Armee das schafft. Auch wenn wir müde sind von Anfang an. Die müssen erstmal durch unser Feuer laufen. Nicht mal 20 Hochelfen schaffen das. Also, da bin ich erstmal zuversichtlich. Alles klar. So viel mal zu einigen Bewegungen hier und so wie es auf der Karte aussieht. Ja, nur noch das hier und dann müssen wir Gebiete erobern. Alles klar, wir bauen hier die Sache mit dem Obsidian aus. Wie in den Kommentaren schon geschrieben, lohnt sich das einfach nicht, zu viel von einem zu haben. Da bin ich ganz deiner Meinung, Konterfeit. Wenn ein wachsendes Reich intern ein steigendes Bedürfnis zu einem Warengut hätte und wir hier dann das zum Beispiel sehen, generiert das Einkommen derzeit 200. Wenn wir mehr komplette Regionen haben, steigt das. Langsam aber stetig. Je größer unser Reich ist, desto mehr Bedarf hat unser eigenes Reich nach solchen Rohstoffen und dementsprechend generiert es ein höheres Einkommen. Das wäre eine super Sache eigentlich. Da müsste man sich mal Gedanken machen, ob man das modden kann und wenn ja, wie und wer das macht. Ich habe nicht viel Ahnung vom Modden,
Das letzte, was ich gemoddet habe, war Hearts of Iron 4. Und das war eigentlich mehr so aus Langeweile. Ich erinnere mich gerade ein bisschen dran, wie das war, als ich Zeit hatte. Oh Junge. So, was bauen wir hier? Das schreit eigentlich nach Haus des Bildhauers. Ansonsten haben wir hier nichts wirklich Interessantes. Und das ist eigentlich an der Front hier. Aber trotzdem glaube ich nicht, dass wir hier Mauern brauchen. Vortex-Säule ist verteidigt. Da ist eine Armee drin. Und wenn die Hochelfen hier sind, haben wir immer noch Zeit, darauf zu reagieren. So eine Belagerung dauert im Normalfall ein paar Runden. Ja, dann machen wir das so, dass wir hier wieder Goldeinkommen steigern. Durch neue Rekrutierungen und Unterhalt neuer Truppen sind wir jetzt unter 10.000 gerutscht. Furchtbare Tragödie. So, Bäreninsel. Quatsch. Dakraks Ende. Relativ neu aufgebaut. Wir haben schon die Sache mit dem Außenposten. Wir sind schon wieder auf Stufe 3. Das heißt, jetzt bauen wir hier den Altar des Kain, damit wir Todeshexen und Hexenkriegerinnen wenigstens hier rekrutieren können. Ich weiß es nicht optimal, weil das wirklich ganz weit ab vom Schuss ist. Überhaupt nicht da, wo wir derzeit unsere, ich sag mal, Problemzonen haben. Aber ja, was wir haben, haben wir. Wir kriegen das auch wieder hin, dass wir das dann auch richtig benutzen können. Okay, wenn wir die beiden einnehmen, haben wir eigentlich hier eine richtig, richtig gute Front. Ja, das ist unser erstes Ziel, würde ich sagen. Die Stadt hier oben und die Stadt hier unten. Und dafür haben wir erstmal drei Armeen. Die braucht noch wie lange? 3 Runden, dann sind die wieder richtig fit. Zwei Runden, bis wir die rekrutiert haben. Ja, ich sag mal, in 3 Runden ist die Armee auch schon auf dem Weg. Und Moratis Armee rekrutiert derzeit noch. Aber das ist in 3 Runden auch kein Problem. Außerdem sind die Leute dann auch wieder fit. Wir haben Assassinen in der Nähe, die die Sache unterstützen. Einen zumindest. Ja, mit der Armee unten rum, mit Morati dazwischen. Schwefelinseln sollten dann kein großes Problem sein. Die Armee, das hier. Ja, eigentlich gar nicht so schlecht. Okay, jetzt bin ich am Überlegen. Habe ich irgendwas vergessen? Er zeigt mir nichts an. Aber das heißt ja erstmal noch nicht viel. Ich glaube, ich habe die wichtigsten Sachen bewegt und die meisten Sachen rekrutiert. Gebaut haben wir auch. Lassen wir es mal drauf ankommen. Gut, schlagen wir mal wieder einen Bogen zum Anfang der Episode. Da hatte ich was erzählt mit Vampirmagie, Hintergrundgeschichten und so weiter, dass ich das nicht vergessen habe. Habe ich auch nicht. Aber weil eben so viel zu tun war in den letzten Episoden, habe ich es erstmal in den Hintergrund geschoben. Im Moment habe ich das Gefühl, wir sind noch ziemlich in einer heiklen Phase. Da will ich mich selbst auch nicht zu arg ablenken. Ich denke, wenn das, was hier drüben, erheblicher Erfolg, willst du mich verkackeiern? Das gefällt mir gar nicht. Wurde der hier gekillt? Boah. Und der Held verkrümelt sich. Du bist ein Held. Schlimm. Frage, was hat der vor? I watch from the shadows. 35% ist nicht viel. 17% ist noch weniger. Wie geht's?
Aber sie ist halt einfach kein Assassine, das merkt man. Gut, gestrichelte Linie sagt mir, wir kommen bis Vault's Amboss. Das läuft. Ja, sobald wir das, was hier drüben rot ist, eingenommen haben, das heißt zwei Städte im Prinzip. Sobald wir das eingenommen haben, werde ich Geschichte und Hintergrund erzählen, weil dann haben wir wieder eine kleine Aufbauphase und es ist etwas ruhiger. Zu der Sache muss ich jetzt sagen, das war so nicht geplant. War mal wieder der falsche Knopf. Ich wollte es eigentlich simulieren lassen, weil das ist keine echte Schlacht. Das 7 ist ein bisschen wenig, da warten wir ab. Lohnt sich. So richtig. 22 von 25 ist in Ordnung. Das ist irgendwie ein bisschen übel, das als Frontlinie zu haben. Wow. Wir könnten eigentlich Mali hier mit reinnehmen. Und dann macht ihr beide das hier klar. Okay. Ich will jetzt da nicht zu viel investieren, zeitlich. Es ist letzten Endes eine vergleichsweise langweilige Schlacht. Gegen Hochelfen sollte das reichen. Und dann würde ich sagen, legen wir los. Bogenschützen der Grenzreiter. Oh, ich habe fast Angst. Gut, der Monddrache könnte ein bisschen fies werden. Man könnte fast meinen, drei Drachenatem sind fies gegen die Truppen. Das war nicht sehr viel. Unsere Speerschleudern machen einen guten Job gegen den Drachen. Unsere Armbrustschützen machen einen guten Job gegen den Edlen. Ja. Das ist gleich wieder verfügbar. Dann grillen wir hier die nächste Einheit. Das sind jetzt mal diese hier. Habe ich gerade beschlossen. Haben wir da? Tödlicher Ansturm? Ja, warum nicht? Nicht, dass das jetzt gerade noch wirklich wichtig wäre. Ja, schon gelaufen. Und da das nur eine Garnison ist, müssen wir die nicht mal niedermachen. Ja, wir haben 20 Dunkelelfen verloren. Hier in der Schwarzen Garde. An einige Fernkampftruppen der Hochelfen. Aber letzten Endes ist das nicht weiter schlimm. Oh, noch eine Krone der Herrschaft. Da habe ich jetzt drei. Das ist dann quasi ein 3-Kronen-Hoch. Ich weiß. Wer so viele Kronen hat, fährt mit der Kutsche. Gut, lass uns mal gucken. Was können wir denn bei Vault's Amboss? Als erstes natürlich auf Stufe 3 erhöhen. Das macht Sinn. Und wir haben immer noch einen Platz frei. Und da bietet sich, ich weiß nicht, irgendwie das hier an. Und zwar Wahrzeichen. Da haben wir gleich zwei Stücke. Einmal Tempel der Hekati. Das Ding produziert Schriftrollen. Und zwar nicht wenige. Außerdem, lokale Armeen kriegen Magiereserven und Garnisonen und hast du nicht gesehen. Das ist irgendwie tolles Zeug. Und das will ich hier auch haben. Also bauen wir das auch. Und der letzte Bauplatz, der in zwei Runden dann verfügbar wird, da können wir einen Tempel des Vaul bauen.
Eisenproduktion 100 Barren, das ist eine ganze Menge Zeug, und 10% weniger Unterhalt für alle Streitkräfte. Das Gebäude ist ruckzuck finanziert. Das kostet relativ viel mit 3650 Gold. Zwei Runden später allerdings werden alle unsere Armeen um 10% günstiger im Unterhalt. Nur mal rein Interesse halber, wenn ich jetzt nichts weiter mehr rekrutiere, habe ich derzeit einen zusätzlichen Unterhalt. Moment, noch nicht so ganz das. Armeeunterhalt 26.512. Das heißt, bei 10% sparen wir pro Runde ungefähr 2.651 Gold pro Runde. Das heißt, nach zwei Runden haben wir die Kosten von dem Gebäude schon wieder mehr als reingeholt. Und das auch nur, wenn unsere Armeen jetzt so bleiben, wie sie sind. Wir wissen, dass wir noch weitere Truppen rekrutieren. Das steht eigentlich gar nicht zur Diskussion. Wo wir gerade davon sprechen, Truppen zu rekrutieren. Das ist ja schön und gut bei ihr, aber ich habe das Gefühl, dass das mit Morati irgendwie wichtiger ist. Andererseits ist Muratis Armee fast voll. Also lassen wir das. Dann bauen wir hier noch eine Armee auf, die nachrücken kann. Wenn wir mit den Armeen hier rübergehen, um das einzunehmen, können wir mit der Armee hierher und hier die Frontlinie halten. Erscheint gar nicht so doof. Das heißt, wir brauchen Nahkampftruppen. Wir nehmen eine Handvoll Korsaren. Die kriegen eine Menge Bonuserfahrung, sehe ich gerade. Und ja, da wir demnächst 10% Unterhaltskosten sparen, hauen wir mal richtig rauf, oder? Gut, zwei Runden noch, schätze ich, dann sind die soweit. Assassin hat sich bewegt. Bei Morati brauche ich nicht viel machen gerade. Hier rekrutieren wir weitere Truppen. Und zwar Platzhalter, sowohl für... Nehmen wir mal noch diese mit. Und ja, damit wir zwei Truppen haben, die richtig Dampf haben, würde ich eigentlich noch Ritter der Nacht mitnehmen wollen. Das dauert aber ewig. Da fliegst noch eins. Pass mal auf, dann nehmen wir die beiden raus, nehmen zweimal Ritter der Nacht mit. Ich weiß, das dauert jetzt lange, bis sie rekrutiert sind. Aber auffüllen können wir das in der nächsten Runde. Und dann laufen wir dann erst los. Aber ich will endlich mal ein paar Ritter der Nacht einsetzen. Auch wenn das in Eisenstachel nicht optimal ist. Es wäre besser, wenn wir die in Hargräf rekrutiert hätten. Aber die Armee jetzt extra da hochzubringen für ein kleines Experiment mit zwei Rittern der Nacht. Vielleicht auch ein bisschen viel Aufwand. Gut, hier hatten wir gesagt, brauchen wir auf jeden Fall noch zwei Runden. Also machen wir das so. Das läuft. Und wenn ich mich richtig erinnere, dann hatte sie tatsächlich die Armee, die ich mit Echsen ausbauen wollte. Das heißt, sobald das hier erledigt ist, kann sie nach Hackgräf. Und dann rüsten wir sie mit Echsen aus. Das müsste bis dahin erledigt sein. Noch 13 Runden bis zum höchsten. 13 Runden? Wow. Ja, okay. Da können wir schon mal ein paar Echsenstreitwägen reinmachen. Das ist auch okay. Alles klar, soweit. Hier oben sieht es gut aus. Habe ich noch was zum Bauen? Eine Menge. Boah, das ist so groß, das Reich. Da gibt es so viel zu bauen und so viel zu berücksichtigen. Deshalb dauern die Runden so ewig lang. Lohnt sich das? Hey, wir sind nur bei plus 7. Steuern. Korruption. Korruption nimmt ab. Ziemlich solide sogar. Aber ich werde wahnsinnig, wenn ich es nicht baue, weil dann hier ständig dieser Hammer ist. Und wir haben die Kohle im Moment, auch wenn es arg abnimmt in letzter Zeit. Aber das ist klar, wir investieren gerade an allen Fronten und nicht wenig. Soweit, so gut. Hier hätten wir dann wieder das Tor zum Unterweltmeer. Dazu habe ich, glaube ich, auch schon mal was erzählt. Wird noch eine Weile dauern. Ansonsten, wir sind, glaube ich, ziemlich weit weg von der Front. Das heißt, wir könnten hier auch wieder das übliche Wirtschaftspaket reinstecken. Und natürlich auch viel für öffentliche Ordnung tun. Gefällt mir gerade noch gar nicht. Aber der Hafen ist erstmal wichtig.
4 Runden noch und dann fangen wir an, hier mit der öffentlichen Ordnung ein Gebäude zu bauen. Wir haben noch 33 Runden Zeit, bis es zu einem Aufstand kommt. Es sollte noch eine Weile halten. Gut, nächster Bau. Oh, nichts mehr. Das ist nett. Alles klar. Walls Amboss haben wir. Das heißt, als nächstes geht es Richtung Irrlichtung. Da steigt die öffentliche Ordnung zurzeit. Das spricht irgendwie dafür, dass die feindliche Armee jetzt wirklich wieder hier drin ist. Das mit dem Helden hier macht mir noch ein bisschen Sorgen, aber... Da sind Assassinen in der Nähe. Ich denke, dass sie das schaffen werden. Ich bin auf jeden Fall froh, dass wir jetzt dieses, diese Städte für Ritualressourcen haben. Und da geht es dann demnächst auch los. Dann kriegen wir mehr Schriftrollen pro Runde und holen so langsam aber sicher auf bei den Ritualen. Wir sind theoretisch auf der gleichen Stufe wie Lothan, aber die werden einigen ein bisschen Vorsprung haben mit deren Ressource. Naja, 600 Schriftrollen, das sind ein paar Runden, besonders wenn das Gebäude steht, sollte das schnell gehen. Jupp, dann würde ich sagen, war es das für heute auch schon wieder. Der Plan für die nächsten Episoden ist klar. Und sobald das hier drüben eingenommen ist, gibt es auch jede Menge Hintergrund zu Nekromantie und Geschichten, Dinge, die ich versprochen habe. Bis dahin, macht's gut, Adelion Steif, ciao Freund.